Ein herzliches Willkommen und hallo zu einer weiteren Part Let's Play Tales of Sealer 2. Ich bin das Adam Smurfix und wir schauen kurz mal in die Fertigkeiten. Wir haben ja einige neue Sachen hier. Müssen wir mal wieder außen. Beweglichkeit. Minimalschaden. Ja, wir brauchen Minimalschaden. Ich will ja mal null Schaden machen, gell? Ja. Was ist so Schönes passiert, Leute, im letzten Part? Wir sind hier in Kambala angekommen und zwar wieder in einer schönen Zwischendimension. Und ja, wir sind hier, wie gesagt, auf der Suche nach mal wieder einem... wir haben bei Gaza noch nichts ausgerüstet. Auf der Suche nach einem weiteren Katalysator hier. Hier ist wieder eine Splitterdimension und wir müssen sie, wie schon einige Male davor, nun zerstören. Und ja... Dafür versuchen wir uns hier gerade durchzuschlagen und den nächsten Katalysator zu finden. Ja, wir haben eine gar nicht mal so unwichtige Person dabei. Und zwar... bei ihr haben wir auch noch nicht ausgerissen. So, und zwar den einzig wahren, den großen König Gaius, Leute. Oder natürlich Ersten. Entschuldigung. Er heißt natürlich Ersten. Ja, ganz klar. Wir haben ihn dabei und ich bin so froh, Leute. Wir haben Gaius in unserer Party. Ich fühle mich so geehrt. Gaius, Leute. Gaius. Er ist einfach der Beste. Dagegen kann man nichts sagen. Und ja, schauen wir uns jetzt hier mal ein bisschen hier um in Kambala. So, wer bist du? Das Schloss? Ich könnte euch sagen, wo es ist, gegen eine kleine Gebühr. Ihr habt doch wohl nicht... Was bist denn du für einer? Gegen eine Gebühr? Ich habe hier euren König dabei. Das ist ja alles so mies, Mann. Ich weiß ja auch, wie es schon im Schloss geht. Wir könnten entweder die Bahn benutzen oder wir gehen hier lang. So, und im letzten Part hat meine Gespräche mit Gaius, wo er gesagt hat, dass er gerne in seinen jungen Jahren durch die Straßen gelaufen ist, ohne Mantel und Eis gegessen hat. Das ist wirklich so. Ich darf das nicht laut sagen, aber Kambala hat sich völlig verändert, seit der aktuelle König an der Macht ist. Wir dürfen nicht mehr offen sagen... Ich weiß, was geschehen ist. In Testziele 1... wurde es ja schon auch in der Hauptstory angedeutet, dass der Wingul an die Macht wollte. Und dass er auch, also im Endeffekt eher König sein wollte. Und Leute, ich sag, Wingul ist jetzt hier König in dieser Welt. Ja, ja. Wingul ist jetzt König, Gaius ist irgendwie weg. Und wir müssen jetzt gegen Wingul kämpfen. Er ist der Katalysator. Bam. So, Hammer. Gut, schauen wir mal. Can't say I like the looks of that. Not one bit. Disperse. The castle is off limits by order of His Highness King Li Ying himself. You shall not pass. If I fail in my duties, he'll kill me too. Keine Sorge, deine Welt wird bald aufgelöst werden. So, dann schauen wir mal. Zack, wir müssen mal unbedingt in die Strategie gehen. Habe ich schon lange mal gemacht. TP anhäufen. Nicht immer eure kleinen TP ausgeben. Das finde ich gar nicht nett von euch, Teamkollegen. So, boah, jetzt kommt. Oh nein! Nein, jetzt. Oh. Warum kriege ich immer nur Kombiade sind, wenn die Anzeige voll ist? Oh, jetzt ist die Anzeige leer für den nächsten Bossfight hier. Wunderbar. Oh, aufpassen. So, ja egal, die Wachen sind kein Problem hier. Aber trotzdem ein netter Herrscher sein zu sein, wenn die Leute Angst haben, wenn sie irgendwie einen Befehl verweigern, dass sie ja gleich exekutiert werden. Nett. This city is as tedious as it is annoying. The real thing is actually quite nice, really. It sure is a relief to have you around at times like this. This would be a lot harder without your support. So, here. It's my way of saying thanks for, you know... Oh, just take it already. Leia mag uns. Leia mag uns. Form hoch. Wunderbar. Ich will ehrlich gesagt mehr neue Kostüme haben. Neue Kostüme wären cooler. So, dann gehen wir jetzt mal ins Schloss an und ich bin sehr gespannt, wer hier der neue König ist. Dass er einfach hier mal Wachen auf uns wirkt, dass die Leute Angst haben, wenn sie ihre Meinung sagen. Das hört sich echt schlimm an. Also ich bezweifle, dass es Gaius ist. Muss ich schon hier sagen. Gaius, der war ja, auch wenn er hier so seine Macken hatte, eigentlich ein guter König. It wasn't supposed to be like this. This is wrong. Why do you vex me so? Who are you people? Wingle?
More would-be assassins vying for my head. Rest assured, no guards shall fly to my rescue. I'm a lonely king who deserves to die. But first, I will make you rue the moment you dare to set foot in my throne room. Agreed. This world is but one outcome. Perhaps this is the bitter fruit born from a mistake of my own making. Mian Liying. Bai Alti Din Yuai Kaira Din Yin, Terakuraya Lin Yalyo Din. Jibiti Yayo Liying Ki Wung Tin. Erston? Erston, you came back. Please, Erston, try to forgive me. What happened? Must you make me say it? It started when you began talking about abdicating the throne and abandoning your people. Why would Gaius do that? Carla was fading. You wanted to be with her at the end. Carla, her illness. Who's Carla? Gaius's little sister. I know that once you make a decision, you never waver in it. So I begged Carla to help you refocus your attention on your kingly duties. She agreed to help, but I never thought that she would... To prevent me from going through with abdicating, she took her own life. Erston, forgive me! I never dreamed that would happen. You must believe me! Please! Her death broke this world's Gaius, and he left the public eye forever. What? You're not Erston! I'm not the Erston you know, that much is true. But believe me, I understand how he must have felt. But your tongue! Erston Outway was my only true friend! You could never understand him! So the possibility existed for us to be friends. Clearly he didn't feel the same about me. Erston abandoned me along with his people. Why? Damn it, Erston! Tell me why! He's the catalyst! Luger didn't even need to help this time. Are you really up for this, Gaius? This brutality is what it takes to destroy a world, right? How can I presume to judge Luger without first having walked a mile in his shoes? Now. So, dann kämpfen wir. Wie oft haben wir schon gegen Wingo gekämpft? Und, ach, schon mal hammergeiles. Weißt du was? Nee. So mit deinen miesen Artes hier. Wer hat hier miese Artes drauf, würde ich mal sagen hier. So, Machtvoller Schwung ist echt effektiv, wenn man gegen einen Gegner. Exentia lohnt sich nicht gegen einen Gegner, aber es trifft halt nie. Warum? Alter! Meine Moves stören sie ja gar nicht. Ersten! Was machst du denn da? Ich dachte, du bist unbesiegt. Warum habe ich denn so wenig Apfelgummis? Ich habe mir doch vorher erst welche gekauft. Ich sag mir nicht, dass ich die nicht gekauft habe. Oh, dann muss ich mich jetzt gerade ärgern. So, wir müssen jetzt erstmal hier Strategie anstellen. Wir machen hier... Geister hat das ausstellen? Das habe ich nicht eingestellt. Habe ich das eingestellt? Kann ich mir gar nicht erstellen. Dann... Nee, kann nicht sein. So, heilen, priorisieren. Wollen wir nur heilen. So. Wunderbar. So. Das kann doch nicht sein. Wir können doch nicht jetzt schon down sein. Ersten weg da. So. Ich halte ihn auf. Erste da, ich sterbe. Oh! Wir kommen gar nicht gegen den armen Mann. Okay, Ersten, du bist mir wurscht, du bist mir selber heilen. So, ey, Mann, das ist so fies, Mann. Er bricht immer durch unsere Abwehr direkt durch. So, schauen wir mal. Welches Level ist er? Jetzt wahrscheinlich 32. Oh, hammergeil, 32. Okay, dann wissen wir, warum wir Probleme haben. 15.000 haben wir im Knapp. 4.000 aufgezogen. So, ich will mich gelinkt mit niemandem. Hammergeil. Ja, geil. Das macht erstmal mystisches Artes. Bitte geh nicht auf mich. Nur nicht auf mich. Ich will nicht rangehen. Ich will nicht sterben. Dann mach ich alles, kann der Mystisches Artes gleich. Ich weiß es.
Reap what you sow. Ha! Reap what you sow. So, hier kann, ist mir der mystische Art sowas von Wurst, weißt du das? So, Hexentia. So, nehmen wir noch unsere beste Waffe einfach. Gaius, hilf mir doch, wo bist du? Achso, ich bin nicht mit Gaius gelinkt. Ja, hammer geil. So. Ich weiß, ihr wart ein schönes Paar, Gaius-Miele, aber ich bräuchte dich doch hier. Schön, dass ihr mich alle so konsequent halt. Jetzt, wir müssen das mal kurz ändern. Strategie, Miele, verbundene Art, zusammenhandeln, selbstständig handeln. So. Weil die darf nicht die ganze Zeit hier bei Leia rumstehen. So, jetzt, endlich. Sehr schön. Okay. Wir schlagen uns eigentlich ganz gut. Also dafür, dass wir echt richtig unter Level sind. Wir sind fast 5 Level schwächer, ja. Dafür schlagen wir uns schon echt gut. Ich will doch kein mystisches Artes abbekommen. Ha! Binden! Bist geil, Mila. Sehr, jetzt müsstest du ihn kurz binden. Dann könnte ich ihn echt mal mit Hexentia angreifen. Ja, mach, du kannst hier. Ich meine keinen Schaden! Ich meine doch. Hammergeil. Jetzt muss ich erstmal wieder weg. Nein. Wenn nicht. Oh, okay. Dieser mystische Atemmodi ist wieder weg. Das war aber mies, Mann! Kein einziges hier hat. Irgendwie hat es keinen Schaden gemacht, meine ganzen coolen Zeugen hier. Na egal. So, Wingo war nur Ninja stärkste. So, jetzt haben wir es gesagt. Wahrscheinlich würde mich jetzt gleich zerfetzen hier mit irgendeiner Monsterattacke. So, Leia. Du bist jetzt nicht hier, oder? Ey, komm. So, was haben wir irgendwann? Na. Egal. Bam, komm, Gareth, ich will mit dir Link. Was ist denn das? Bin so halb geschockt hier. Ha! Okay, das Band war so. Ich habe noch irgendwie voll wenig Leben. 25.000 hat er noch? Glaube ich nicht. Der kann doch nicht nur 25.000 haben. Der ist, schau dich mal seinen Lebensbalken an. 9.000. Jetzt werden wir es ganz knapp nicht hinbekommen. Jetzt ist er wieder erstmal Mystic Arty Modi. Was war denn das? Irgendwie war ich so geschockt und hab die ganze Zeit Leben verloren. Ich weiß nicht, was das war. Ja, egal. Was war das? Warte mal kurz. Oh. Aber geil. Mila, schaffst du alleine, oder? Wie viel Leben war da noch? Einfach konstant smashen. Konstant drauf smashen. Alter! Lightning Nova. Oder Blitz Nova ist es ja jetzt. Einfach mal macht er da ihr. Oh, Leute, wie grausig. I do what must be done. Figures you'd say that. You've gotten stronger. Hey, you better not underestimate me. This is the result of my hard work. Heck. Erston, save me, please! To sit upon that throne means embracing the needs of the many and forsaking the needs of the one. To rule is to accept a lonely life. A king must discard his own sense of self. It was too much for me. Indeed. Luger, I leave the rest to you. Have you already forgotten that my reason for coming was to judge you? Hey. Farewell, Li Ying.
Hey, you did pretty good there. Good job back there. So that was a fractured dimension. It's true. I spent many sleepless nights wondering whether I should abdicate the throne for Carla's sake. But when it was all said and done, I chose to remain king. Do you know why? Because I'm strong, huh? Whatever strength I had was derived from those who supported me. Those like the Chimeriad, among others. They made the isolation bearable. I couldn't just take my leave of them. Mark my words, Luger. There's a lesson for you in this. Destroying worlds requires a sense of detachment, one that will corrode the strongest of souls. If you continue to fight on your own, the isolation will consume you someday. Isolation means being alone, right? So, there's no problem, because Luger's got all of us. That's big talk from a little girl. Talking is my specialty. You know, Gaius, they say the more the merrier about a lot of things, including support. I suppose you're right. Feel free to call on me if you ever need help. Or if you just feel like grabbing a drink. Whoa, nicely done, Luger. It's not every day you become drinking buddies with a king. You picking up the tab? No, we'll split the bill evenly. Guess you're not that close of a buddy. Man, I'll be an old lady before I can finally publish this story about Gaius. Maybe you don't know this about him, but I have it on pretty good authority that if you cross Gaius and he finds out, he'll cross you right out of existence. Gaius' Prüfung hat ein Ende gefunden. Ja, stimmt schon, mit Gaius sollte man sich echt nicht anlegen. Oh, 20.000 Gold? Sehr schön, der König und ich, ein Dreamteam. Great job, Lutz. You've been cleared to travel to Lacudum Sea Haven. We're thrilled to see you keeping up with the payments. You know what they say. Everyone admires a dependable man. My daddy said that too. He said I better marry someone dependable or he won't give his blessing. Then again, if a guy's just Mr. Dependable all the time, it's welcome to Dullsville, population U. Reliable, but somehow exciting. That must be the key. Exactly. Okay. Die Nova, ein merkwürdiges hey, Mädel. So. Like your clothes. Looks like you and I see so, schauen wir mal. Jetzt müssen wir erstmal wieder Schulden abbezahlen. So. Clear, ja, darf ich? Also ganz ehrlich, erstens, ich mag Gaius Look lieber aus Tessile 1. Und ich muss sagen, ich würde den auch lieber anhaben. Ja. Ich darf nicht meine Schulden zahlen, Mann. Das ist ja fies. Ja, Kämpfe hier. Ach, im Kolosseum wahrscheinlich wieder hier von Chandu. Da gab es ja hier die Kämpfe, wo alle Teilnehmer getötet wurden von Exodus. Sehr schön. Da will ich ganz sicher nochmal teilnehmen. So, 100.000 Gold, das sollte man eigentlich sogar, na, halbwegs gut hinbekommen. Schauen wir mal, erstmal. Wir haben doch sicher noch was. Ach, ich wusste es doch. Ein Nebenevent. Ah, was machen wir jetzt erstmal nicht, weil jetzt haben wir eh nur noch 10 Minuten. Dann machen wir das erste wunderbar im nächsten Part. Dann werden wir diesen Part ein paar Nebenaufgaben machen, im nächsten Part ein paar Nebenaufgaben machen. Und Nebenaufgaben hoch 10. So, weil... Warte, bin ich jetzt rausgegangen? Ich bin rausgegangen, super. Ungefähr so 20.000... Jetzt... Krieg's gar nicht hin. So, jetzt. Also ungefähr 20.000 werden wir nochmal hier durch die nächste Nebenmission machen, die wir hier in Duval machen, mit wem es auch immer sein wird. Und danach muss man einfach mal schauen. So, neue Monster. Oder wir versuchen einfach hier die Monster zu besiegen. Das ist natürlich auch leicht. Nierkarrow Geisterpfad, Rustalo Höhenstraße, das sind... Warte. Ja, das sollte reichen dann eine Weile, wenn wir hier die besiegen. Ja, machen wir einfach die drei kurz hier alle, dann haben wir es auch. Das haben wir in Arbeit, das ist das Tiefenwald.
Was haben wir denn? Mondhochland, Nala. Oh, die Höhlen. Nee, da will ich eh nicht reingehen. Die sind schlimm. Xylan, Alest. Alest Höhenstraße. Hammer, wunderbar. Mila Schrein. Ah, ich würde es annehmen, Mann. Hier, Tartalienkluft, Ich würde sagen, dann gehen wir halt irgendwann in die Tartalienkluft. Labari, Kambalu, Chanbala, Substraff. Substraff Höhenstraße. Ah, nee, das ist eine Sammelaufgabe. Tartalien, Oh, alles in dieser dummen Tartalienkluft. Ich mag die nicht. So. Was machen wir denn? Ich will einfach nur Monster-Töte-Aufgaben haben und nicht hier diese ganzen Suchaufgaben. So, Ach, hier sind ja noch mehr. Grau. Substaff Tiefenwald, Silea-Tunnel. Oh, überall sind die Monster jetzt hier. Wirklich in jeder einzelnen Location. So, dann gehen wir kurz ins Mondhochland. Das können wir ja leicht machen. Auch Mondhochland können wir auch leicht machen. Xylan, Mila Schrein, da habe ich keine Lust hinzugehen. Okay, dann reicht das jetzt schon erstmal. Dann würde ich sagen, machen wir den jetzt erstmal alle. Also ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt einfach um Elite-Monster. Gibt auch gute Erfahrungen, denke ich mal. Von wegen, nein. Near Carol Geisterfahrt ist, oder warte, hier, Russalo Höhenstraße. Der ist näher. Dann porten wir uns kurz mal in die Russalo Höhenstraße. Da haben wir sie. Und ich würde sagen, schauen wir mal, was uns da Schönes erwartet. So, irgendwo hier muss ein kleiner Klopskerl sein. Klopskerl. Klopskerl. Wir können ja nochmal zum Dimensionsriss gehen. Vielleicht treffen wir da nochmal Kronos. Ich möchte ja nochmal gegen Kronos kämpfen. Beim letzten Kampf lief es ja so gut. Also der Kampf gegen Kronos war immer noch der härteste. Der gegen Musette war der zweithärteste. Der gerade gegen hier unseren Freund, der war jetzt ehrlich gesagt nicht so hart, obwohl wir sogar ganz schön unter Level sind. Was sind wir jetzt? Level 29. Also wir sind immer noch nicht Level 32 und ja. Sollte eigentlich schon sagen hier, dass er echt nicht so an war. Okay, das ist auch ein Monster, das gab es 1 zu 1 so in Testzelle 1 hier, dieses, den geraden Klau hier. So, ja, ich bin echt ganz so, ich hätte lieber Batut, ehrlich gesagt, statt Mila in meiner Party mitgenommen. Darf ich aufstehen? So. So. Und so. So, das hat er erstmal schon gesessen. Wie viel Leben hat er denn? 154.000. Ah, wir haben schon fast 10.000 abgezogen. Kann sich nur umgehen. Wir bräuchten in dem Kopf Elvin. Wir bräuchten sowas von Elvin, Leute. So, jetzt wisst ihr nämlich ein Kopf, das Mann, und das verhindert jetzt einfach mal. Hexentia. Hexentia. So, der Kampf wird sich eine Weile hinziehen ohne Elvin. Das Problem ist, warum ich Elvin dabei haben wollte jetzt, ist, er hat natürlich seine Brecherfähigkeit an. Wir sehen schon, dass es mal wieder ein Gegner, der sehr viel abwehrt. Und das ist natürlich wahnsinnig lustig. Und dann hast du hier noch eine Windverbindungskanone. So, überleben. Ah, fast 10.000 haben wir schon abgezogen. Sehr gut. Oh nein, nicht das. Was, also, nee, ach, ich dachte es... Hä? Was ist, was heißt das so? Ich dachte, dass wir keine Kombi-Artis einsetzen, dass wir keine Artis einsetzen können. Oder uns nicht linken können. Keine Ahnung. Und ich weiß auch gerade nicht, warum er sich am Boden gelegt hat. Warum auch immer, es war sehr gut von ihm. Heißt mich mal, hier Leia. Leia. Mädel. Rauchheilung. So. Ach so. Okay, ich habe ihn jetzt irgendwie wieder auf den Boden gehauen. So, und das heißt, hier ist eine Windverbindungsattacke und das war's jetzt langsam mal. 8000, ja. Pff, der war jetzt echt easy. Warte, welches Level hat der? 30. Hm. Der war jetzt, also, da hatten wir mit den anderen Special-Kreaturen um einiges mehr probiert. Der war jetzt echt nicht schwer. So. Gehen wir dann gleich hin. Wie viel? 20, 30.000, irgendwas so in den Dreh bekommen wir, schätze ich jetzt mal. So. Dann, wo gehen wir jetzt hin? Elite-Metzelei. Wunderbar. Dann gehen wir kurz mal ins Mondhochland. Mondhochland. Oh, wir haben gleich zwei Charakter-Events hier. So, das ist wahrscheinlich Chandu. Hier, schätze ich mal, der Ort. Und die beiden habe ich keine Ahnung. Hm. Wahrscheinlich irgendwelche Häfen oder so. So, Kambala natürlich. Kambala haben wir ja auch noch. Selbst auf Höhenstraße. Nierkera, Geisterfahrt, da wollte ich hin. So. Weil dann machen wir gleich noch hier die zweite Special-Kreatur fertig. Ich hoffe, die wird ebenfalls so sein. Ich bezweifle es zwar, aber man kann es ja mal versuchen. Und wenn wir die besiegt haben, dann sollte man aber das Geld eigentlich schon zusammen haben. Hoffentlich müssen wir nicht zweimal 100.000 sagen oder 100.000 oder 200.000. Dann haben wir nämlich ein kleines Problem. Weil normalerweise, also bis jetzt war es irgendwie immer so, dass sich die Werte ja immer verdoppelt haben. Also wenn wir einmal
50.000 zahlen müssen, dann muss man als nächstes 100.000 zahlen. Ich werde, wir müssen jetzt 100.000 zahlen, dann nochmal 200.000. Dann wird es doch ein bisschen härter, Leute. Dann wird es echt richtig hart, weil... das können wir gar nicht schaffen, so viel. Da muss ich erstmal halbe Stunde, 10 Stunden Nebenaufträge machen. So, da hinten. Oh nee, was ist denn das? Eine Riesenlibelle. Siehst nicht so nett aus. Bist du nett? Ich hasse Fliegen. So, schon mal schlecht gelaufen. So, wie viel Leben hast du denn? Ah, 77.000. Das ist... Oh, der ist nur Level 20. Aha. Der wird jetzt echt nicht so hart. Er fliegt zwar was... Ich hasse fliegende Gegner hier in dem Spiel. Das ist echt nervig gemacht. Aber jetzt mal ganz ehrlich. 70.000 Leben. Der gerade eben der Gegner... Und ich habe ihm ja schon die Hälfte abgezogen. Wenn wir nochmal in den Modi kommen, dann haben wir ihn eh schon besiegt. So, oh, die trifft sogar. Oh, nee. Was war das? Das war eine miese Attacke. So, wir hauen ihn einfach mit unseren Power-Treffern down hier. So. Oh, eine Pause. So, wir müssten eigentlich... Bitte, ja. Genau, das wollte ich. Windverbindungssäule und das war's. Dann nochmal eine Windverbindungskanone. Und dann nochmal hier eine Windverbindungssäule. Und... Okay, das war schon. Noch 8.000 Leben. Ja, kein Ding. Also das war easy. Wie viel? 20.000 sollte man da schon bekommen oder so. Ich bin verwirrt, oder? Jo. Okay. Das setze ich jetzt nicht nochmal den Modi an. Das lohnt sich ja gar nicht. Blubberblase. Mach ihn fertig. So, schon besiegt. Das war mal ein cooler Auftrag. Der war mal echt schön. So, dann porten wir uns ganz kurz hier nach, wo poppt man Schönes hin? Ich würde mal sagen nach Nyakera. So, Nyakera. Und wir gehen ganz kurz mal hier in die Shops hier. Zum Auftraggeber mal hier. Zu den Shops müssen wir auch gehen, da müssen wir uns wieder ein paar Lebenstänke kaufen. So, beide hier bekommen 66.000 Geld. So, ja, die Rechnungen sind fast abbezahlt, Leute. 4.000 noch, dann haben wir schon geschafft. Auch wenn ich mir, okay, bis am will ich jetzt, wir müssen uns dringend mal Gummis kaufen. So, und schon sind wieder 1.000 weg. Aber egal, Leute, 5.000 fehlen uns noch knapp. Das sollten wir im nächsten Part locker schaffen. Und ich würde sagen, bis denn dann, euer Surfix, haut rein, auf Wiedersehen. Ciao.